Wütende Mieter wollen sich Luft verschaffen. Sie protestieren gegen die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart. Ihre Mieten wurden erhöht. Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper. Mein Monatsgehalt beträgt gerade mal 780 Euro. Also wie sollen wir davon eine Wohnung bezahlen, die 600, 700 Euro Miete hat? Ich zahle mehr Miete, wie ich Rente habe. Wenn alles weggeht, Miete, Strom, bleibt uns im Monat 150 Euro zum Leben, zu zweit. Also es frisst einen auf. Deswegen sind sie zur Präsentation der Jahresbilanz gekommen. Denn während ihre Mieten steigen, streicht die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewinne ein. Wir beenden das Jahr mit einem Jahresüberschuss von 14,8 Millionen Euro. Berlin, München, Frankfurt. Preiswerter Wohnraum verschwindet, teure Immobilien entstehen. Die Politik wollte gegensteuern, doch die Mieten steigen weiter. Warum wird Wohnen immer mehr zum Luxus? Ich bin in Frankfurt mit einer Familie verabredet, die seit 5 Jahren auf Wohnungssuche ist. Vergeblich. Für sich und ihre 9-jährige Tochter suchen die Hafners eine größere Wohnung. Je älter Emily wird, desto mehr Platz brauchen sie. Alexandra und Thomas Hafner sind Durchschnittsverdiener, leben und arbeiten in Frankfurt und wären bereit, 900 Euro warm zu zahlen. Ist nichts dabei. Alexandra Hafner sucht im Internet. Frau Hafner, ist was dabei? Nein, also absolut nicht. Das, was vielleicht bezahlbar wäre, das sind dann 2 Zimmer, 1 Zimmer, ja, und mit Familie 1400, die kostet 950. Das ist alles Neubau, ja, guck dir die Mieten an. Ich frage mich, wie sich ein normaler, arbeitender Mensch so eine Wohnung oder eine Familie so eine Wohnung leisten kann. Weiß ich nicht, wir nicht. Was der Techniker und die Sekretärin erleben, ist in Groß- und Unistädten inzwischen für viele zum Problem geworden. Weil man keine neue Wohnung findet, steckt man in der alten Wohnung fest. Lock-in-Effekt nennen Experten dieses Phänomen. Wir sind ja wirklich Otto-Normalverbraucher. Wir verdienen beide und können uns trotzdem keine Wohnung auf dem freien Markt leisten. Wir haben auch alle Prüfungen, die irgendwie gemacht werden sollen. Bei Wohnungsbaugesellschaften haben wir alles hinterlegt. Wir wollten auch vorstellig werden oder selber mal vorsprechen, dass wir uns halt als Familie kennenlernen, aber es ist unmöglich. Für Familien wie die Hafners wird Wohnen immer mehr zur Luxusfrage. Die Politik hat das Problem erkannt und mit einem neuen Gesetz reagiert. Der Mietpreisbremse. Mietsteigerung bei Wiedervermietung von 20, 30, 40% wird es dort, wo die Mietpreisbremse gilt, nicht mehr geben. 2015 trat die Mietpreisbremse in Kraft. Nach ihr darf eine Mietsteigerung nur noch 10% über dem Wert liegen, den der Mietspiegel vorschreibt. Doch was hat sie wirklich gebracht? Ich mache einen Test, begebe mich auf Wohnungssuche in Köln. Mit versteckter Kamera. Erster Termin in einem abgewohnten Mietshaus. 530 Euro kalt für 45 Quadratmeter. Fußboden und Tapeten fehlen. Ohne Fußboden? Dafür ist es aber ein stolzer Preis. Das ist Köln. Wo kommen Sie her? Fast 12 Euro pro Quadratmeter. Laut Mietspiegel können Sie das nur verlangen, wenn es hier sehr gute Lage wäre. Sie können nicht immer nach dem Mietspiegel gehen. Sogar für eine mittlere Wohnlage wäre die Miete zu hoch. Ich habe hier schon eine Reservierung drauf, also einer nimmt die Wohnung immer. Er dürfte laut Gesetz 530 Euro nur verlangen, wenn der Vormieter auch schon so viel bezahlt hätte. Dafür müsste ich aber dessen Miete kennen. Darf ich fragen, was der Vormieter bezahlt hat? Nein, das dürfen Sie nicht. Darf ich Ihnen nicht sagen. Wieso nicht? Ist Datenschutz. Das ist glatt gelogen. Eine Ausrede des Maklers. Nächste Besichtigung. Mit mir drängen etwa 30 andere in eine 46 Quadratmeter Wohnung für 575 Euro kalt. Ich habe hier den Mietspiegel, da sind Sie deutlich drüber.
Wenn wir sagen, das hier ist allerbeste Wohnlage, dann dürften Sie maximal 518 Euro kalt verlangen. Das hat der Vermieter so vorgegeben. Aber es gibt doch die Mietpreisbremse. Das dürfen Sie nicht. Schicken Sie mir das gerne schriftlich, dann prüfe ich das. Aber ich gehe davon aus, dass die Wohnung heute bei dem Termin weggeht. Die Wohnungsnot macht also weiterhin Abzocke möglich. Die nächste Mini-Wohnung soll 15 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Küchenzeile ist ziemlich vergammelt. Und im Dusch-WC ist nicht mal ein Waschbecken. Also das Bad ist ja ziemlich abgewohnt. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber das würden wir trotzdem so lassen. 15 Euro pro Quadratmeter. Was hat denn der Vormieter bezahlt? Also wenn Sie jetzt auf die Mietpreisbremse anspielen, das haben wir schon überprüft. Das ist trotzdem rechtens, dass wir die Miete in dieser Höhe nehmen. Die kleinen Apartments um die 20 Quadratmeter sind in Köln nicht an die Mietpreisbremse gebunden. Erst ab 40 Quadratmeter. Ach was, Sie behaupten, unter 40 Quadratmetern müssen Sie sich nicht an die Mietpreisbremse halten? Ja, genau. Auch das ist gelogen. Die Mietpreisbremse gilt natürlich für jede Wohnungsgröße. Das Gesetz wird offenkundig missachtet. Vermietern und Maklern drohen keine Sanktionen. Potenzielle Mieter müssten klagen. Wir geben uns zu erkennen, konfrontieren die Maklerin mit ihrer Behauptung. Doch dazu will sie nichts sagen. Unsere Beispiele und die Erfahrung des Mieterbundes zeigen, die Mietpreisbremse entspannt den Wohnungsmarkt nicht. Jetzt will die Politik nachbessern. Doch ein grundsätzliches Problem bleibt. Die Mietpreisbremse ist an den Mietspiegel gekoppelt. Und den erhebt jede Stadt, wie sie will. Voraussetzung laut Gesetz: Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Doch wie wissenschaftlich sind Mietspiegel wirklich? Das weiß ein Statistiker der TU Dortmund. Er schrieb unter anderem das entscheidende Gutachten, das den Berliner Mietspiegel vor Gericht kippte. Die Erfahrung von Walter Krämer: Viele sind fehlerhaft. Qualifiziert ist ein Mietspiegel, wenn er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden ist, was natürlich auch ein erstrebenswertes Ziel ist. Nur wer stellt denn das fest? Der Bürgermeister stellt das fest oder die Mietspiegelersteller sagen, wir haben nach anerkannten Grundsätzen gearbeitet. Das müssen unabhängige Experten testifizieren und genau das passiert eben nicht. Professor Krämer berichtet von kuriosen Beispielen. Wer in Regensburg über einer Gaststätte wohnte, sollte wegen besserer Lage mehr Miete bezahlen statt weniger. Auch in Berlin gab es keine eindeutigen Kriterien, an denen sich die Höhe der Miete bemessen ließ. Es gab drei Wohnwertkategorien, mittel, gut, schlecht oder sehr, jedenfalls drei, von schlecht bis gut. Und dann wurden etwa Wohnungen am Stadtrand, wo 3 Kilometer weit kein Geschäft und keine Tankstelle ist, mit Wohnungen in der Innenstadt in die gleiche Schublade getan. Das geht einfach nicht. Außerdem werden die Mietspiegel nur aus Neuvermietungen der letzten 4 Jahre errechnet. Wohnungen, die schon länger und günstiger vermietet sind, spielen keine Rolle. Zur Durchsetzung des Gesetzes taugen viele Mietspiegel also nicht. Dazu kommt, die Mietpreisbremse greift auch nicht bei Neubau oder nach Modernisierung. In Köln bin ich mit einem Bewohner verabredet, dessen Miete sich nach einer Modernisierung durch den Vermieter fast verdoppelt hat. Werner Eggert war ein Leben lang selbstständig, ist jetzt in Rente. Seine neue Miete? 768 Euro kalt für 49 Quadratmeter. So eine Mieterhöhung kann er finanziell nicht stemmen. Der neue Balkon ist der Preistreiber. Ich nutze den Balkon nicht, weil ich ihn erstens nicht haben wollte. Weil jedes Mal, wenn ich hier draufstehe, weiß ich, hier kostet mich jeder Quadratmeter 91 Euro Miete. Ja, und da vorne fährt dann der Bus vorbei und die Touribusse auch. Da kann ich praktisch die Hände schütteln. Also ich setze mich hier nicht auf den Balkon, ist nicht meins. Der neue Vermieter, ein dänischer Immobilienfonds, modernisierte das Haus. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Balkon. Innen ist alles gleich geblieben. Der Holzboden, die alten Heizkörper. Rechtlich ist alles korrekt. 11% der Modernisierungskosten dürfen Vermieter auf die Miete draufschlagen. Bei Werner Eggert sind das 350 Euro.
als klar war, das ist eine Größenordnung von 75, zum Teil bei verschiedenen anderen Mietern hier 85%, war klar, da geht es darum, uns rauszusetzen und das praktisch neu zu vermieten. Mir selbst tut es leid, hier raus zu müssen, aber ich habe da keine Alternative. Als sich Werner Eggert weigerte, die Erhöhung zu bezahlen, kam die Kündigung. Zum Monatsende zieht er aus. Eine neue Wohnung hat er noch nicht und kommt erst mal bei Bekannten unter. Von 24 Mietern des Hauses ist er der 19., der auszieht. Modernisieren auf Kosten der Mieter? Ich frage bei der Hausverwaltung nach den Gründen für die Sanierung. Keine Reaktion. Ich will wissen, ob die Geschichte von Werner Eggert ein Einzelfall ist und zeige die Unterlagen Silke Gottschalk vom Deutschen Mieterbund. Sie bestätigt, trotz Mietpreisbremse darf die Miete um 74% steigen. Wir sehen das schon häufiger, gerade in den großen Städten, dass diese Modernisierungsmaßnahmen sozusagen als, ich sag mal, Kündigung unter der Hand so ein bisschen eingesetzt werden, um halt sein Mieterklientel auszutauschen und danach mehr zu nehmen. Die Mietpreisbremse soll Bewohner vor übertriebenen Mieterhöhungen schützen. Doch oft halten sich Vermieter nicht an das Gesetz und viele Mietspiegel sind fehlerhaft. Weiterhin sind Neubau und Sanierung ausgenommen. Das alles macht Wohnen immer mehr zum Luxus. Berechnungen zufolge fehlen bis 2020 jährlich etwa 300.000 neue Wohnungen. Doch was wie hier in Stuttgart entsteht, können sich viele nicht leisten. Mit gravierenden Folgen. Der Mangel an preiswertem Wohnraum macht sich bereits bemerkbar. Immer mehr Menschen suchen in Notunterkünften Unterschlupf. Einige haben Glück und bekommen ein Bett in diesem ehemaligen Hotel, das die Caritas als Notschlafstelle angemietet hat. Hier sind übergangsweise wohnungslose Frauen untergebracht. Ihre Zimmer dürfen wir nicht filmen. Ich treffe mich im Caritas-Café mit einer Betroffenen. Ihren Namen sollen wir nicht nennen. Nach der Trennung von ihrem Mann wurde sie wohnungslos und hat hier Hilfe gesucht. Sie findet einfach nichts Bezahlbares. Ihre Möbel hat sie untergestellt. Im Moment schläft die 42-Jährige bei einer Freundin auf dem Sofa, geht von dort aus zur Arbeit. Man versucht trotzdem zu bleiben, so wie man war, auch wenn man keine Wohnung hat, auch wenn man auch woanders lebt, auch wenn sie das so krass anhört. Aber man versucht auch nicht so deutlich zu zeigen, dass es so ist, ja. Wenn Sie so sehen, große Bauprojekte in Stuttgart und keine Wohnungen für Menschen. Ich denke, dass ich mich nicht leisten kann zu mieten, weil die Mieten sind ziemlich hoch. Und so für eine Normalverdienerin, das ist ziemlich schwer, ja. Wie Sie scheitern immer mehr Menschen auf dem Wohnungsmarkt und suchen Hilfe, erzählt die Leiterin der Notunterkunft Maria Nestele. Nach Schätzungen könnte die Zahl der Wohnungslosen in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Und damit auch der bundesweite Bedarf an Notschlafplätzen. Also um den wenigen günstigen Wohnraum konkurrieren viele. Und natürlich die Armutsbevölkerung, das ist diejenige am Ende der Kette und hat quasi null Chancen. Wer ist da in der Pflicht? Die Städte. Die Kommunen sind in der Pflicht, also Wohnraum für alle Bürger bereitzustellen. Also das ist ja so eine, aus meiner Sicht so ein elementarer Bestandteil der Daseinsfürsorge. Städte müssen Wohnraum zur Verfügung stellen. Aber sie haben immer weniger Einfluss auf den Immobilienmarkt. Wie vielerorts in Deutschland wurden auch in Baden-Württemberg öffentliche Wohnungsbestände an private Investoren verkauft. Für die 600.000 Einwohner sind in Stuttgart nur noch 18.000 städtische Wohnungen übrig. Auch deshalb wird Wohnen immer mehr zum Luxus. Doch jetzt lässt die städtische Wohnungsbaugesellschaft SWSG preiswerten Wohnraum abreißen. Als Grund nennt die Stadt, die Sanierung sei nicht mehr sinnvoll. Ich bin unterwegs mit Ursel Beck von der Mieterinitiative. Sie kämpft um den Erhalt der Häuser. Nee, das ist saniert. Sanierter Altbau. Aha.
Und das ist, das sind Gebäude aus Anfang der 50er Jahre. Die haben Zentralheizung bekommen, die haben neue Fenster bekommen, neue Fensterläden. Und die Bausubstanz ist eigentlich ganz gut, aber die sollen trotzdem abgerissen werden, um Neubauten zu erstellen, die dann dazu führen, dass die Mieten sich verdoppeln. Und hier wurde schon abgerissen, oder was ist das für eine Baustelle? Das waren auch solche Bauten wie die hier. Und bis Ende des Jahres sollen die Häuser dann entmietet werden und dann auch abgerissen werden. Verschwindet so bezahlbarer Wohnraum, der dringend nötig wäre? Die Wohnungsbaugesellschaft hält dagegen. Sie will pro Jahr in Stuttgart 350 Wohnungen neu bauen. Doch hier entstehen nicht nur günstige Mietwohnungen, sondern auch Eigentumswohnungen für einkommensstärkere Käufer. Was soll mit den Mietern der Abrisshäuser passieren? Zweimal verspricht mir Stuttgarts zuständiger Finanzbürgermeister ein Interview und sagt dann überraschend wieder ab. Schriftlich heißt es, bis die Neubauten fertig sind, bieten wir für jeden Mieter eine möglichst passende Ersatzlösung an. Drei Viertel der Mieter haben das Angebot angenommen. Auf dem freien Markt hätten sie wohl keine Chance gehabt. Mehr Sozialwohnungen könnten helfen. Sie kosten im Durchschnitt 5 bis 7,50 Euro kalt pro Quadratmeter. Schätzungen zufolge fehlen bundesweit bis zu 5,6 Millionen Sozialwohnungen. Sie waren für die Politik jahrelang kein Thema. 1990 gab es noch 4 Millionen Sozialwohnungen. Der Bestand schrumpfte kontinuierlich auf nur noch 1,6 Millionen. Jedes Jahr fallen weiterhin 100.000 aus der Sozialbindung und werden zum normalen Marktwert weitervermietet. Außerdem gibt es in vielen Städten ein weiteres Problem. Wohnraum fehlt, weil ganze Etagen illegal leer stehen. Auch in dieser Fußgängerzone fallen Wohnungen auf, die verlassen wirken. Die Haustür fehlt. Nur wenn man durch das Geschäft geht, erreicht man das Treppenhaus. Und tatsächlich, über dem Laden steht eine Dreizimmerwohnung leer. In einem anderen Geschäft ein ähnliches Bild. Hier ist der ursprüngliche Zugang zu den Wohnungen wegen einer erweiterten Schaufensterfront verschwunden. Offenbar scheint es für Hausbesitzer lukrativer zu sein, die Hauseingänge als Verkaufsfläche zu vermieten. Die Folge: Wohnraum geht verloren. Das Problem ist bekannt. Schätzungen zufolge stehen in größeren Städten Deutschlands 632.000 Wohnungen leer. Wo? Das ist sogar im Internet herauszufinden. Ich mache Stichproben. Wer eine Wohnung ohne Grund länger leer stehen lässt oder einfach Büro- oder Verkaufsfläche daraus macht, verstößt gegen das Gesetz. Ihm drohen mehrere tausend Euro Strafe. Tatsächlich. Die im Internet angegebenen Wohnungen, Häuser und sogar ganze Blocks stehen leer. Warum ahndet die Stadt den illegalen Leerstand nicht? Das will ich im Kölner Wohnungsamt erfahren. Der illegale Leerstand ist mit nur ein paar Mausklicks herauszufinden. Das zeige ich Amtsleiter Josef Ludwig. Warum unternimmt er nichts? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen sind es zu wenig Mitarbeiter, die durch die Stadt ziehen und Leerstände dann ermitteln. Es gibt hin und wieder Hinweise aus der Bevölkerung, die wir gerne aufgreifen. Wir haben Ihnen ja mehrere Wohnungen gezeigt auch, oder beziehungsweise wir haben selber welche rausgefunden. Was ist da bisher passiert? Ja, einige dieser Wohnungen, die Sie uns benannt haben, die kannten wir schon. Da sind wir schon in Verfahren drin. Andere kannten wir nicht. Dort sind wir zunächst mit unseren Außenmitarbeitern vor Ort gewesen, haben uns die Sachen angesehen. Wir haben in allen Fällen dann auch einen Leerstand vermutet und haben im ersten Schritt jetzt die Eigentümer angeschrieben mit einer Anhörung und bitten um Auskunft, warum diese Wohnungen leer stehen. Ein Verfahren kann sich über Jahre hinziehen, sagt der Amtsleiter. Als letzte Konsequenz drohen dem Vermieter Bußgelder bis zu 25.000 Euro. Wenn seine Außendienstmitarbeiter täglich drei der etwa 2500 leeren Kölner Wohnungen überprüfen würden, bräuchten sie 3,5 Jahre, bis sie alle durchhaben. Lasche Kontrollen gegen Leerstand, eine sogenannte Mietpreisbremse, die nicht wirkt, fehlende Sozialwohnungen, der Mietirrsinn
hat viele Ursachen. Mit extremen Folgen für die gesellschaftliche Struktur, sagt die einzige Professorin für Wohnsoziologie in Deutschland. Christine Hannemann erforscht die Entwicklung in den Städten seit langem. Um uns herum Apartments für Millionäre im Münchner Stadtteil Maxvorstadt. Ein Anwohner erzählt, dass einige nie bezogen wurden. Vermutlich Geldanlagen, Betongold. Noch ein Grund, warum Wohnraum in deutschen Innenstädten knapper wird. Die Spaltung der Gesellschaft, so wie wir das auch beschreiben, von der Soziologie aus, lässt sich besonders eindeutig an den Städten ablesen. Und da wird es deutlicher, gerade eben auch, wenn ich nachschaue, wo leben Hartz-IV-Empfänger, wo leben Menschen mit Migrationshintergrund, dass da die Schere immer weiter auseinander geht. Und aber dass die Stadt immer stärker von der oberen Mittelschicht besetzt wird. Die Folge? Bewohner mit kleinem Einkommen werden aus den Städten gedrängt. Warum hat die Politik nichts gegen diese Entwicklung unternommen? Wurde das in Deutschland verschlafen? Ich würde es noch drastischer formulieren. Es ist nicht nur ein Verschlafen, sondern es ist bewusste Inkaufnehmen einer Verschlechterung der Wohnsituation. In Kauf genommen? Verschlafen? Auf jeden Fall von der politischen Agenda verschwunden. Und Wohnungsbau ist Ländersache. Seit 2007 hat der Bund zwar jedes Jahr 500 Millionen Euro Fördergeld für Sozialwohnungen an die Bundesländer überwiesen. Aber die Gelder waren nicht zweckgebunden. Viele Länder gaben es für andere Dinge, wie zum Beispiel Sanierung des Haushalts, aus. Während in Bayern 31.500 Sozialwohnungen gebaut wurden, waren es im Saarland nur 58 und in Mecklenburg-Vorpommern 0. Ich will wissen, wie die Bundesbauministerin die vielfältigen Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen will. Gerade hat Barbara Hendricks 1 Milliarde Fördergeld für Sozialwohnungen versprochen, dieses Mal zweckgebunden. In Köln schaut sie sich an, wie Studenten aus einer alten Fabrikhalle günstige Wohnungen machen wollen. Danach drängt der nächste Termin. Auf dem Weg dorthin stellt sie sich meinen Fragen. Warum wurde auf die dramatische Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt nicht reagiert? Man muss bedenken, dass eigentlich die Entwicklung relativ neu ist. Bauen hat natürlich einen Plan und Bauen hat einen Vorlauf. Und noch etwa bis zum Jahr 2012 war die Entwicklung so nicht abzusehen. Wie kann man dem jetzt schnell entgegensteuern? Man kann dem schnell entgegensteuern, indem man mehr baut. Wir stellen dafür den Rahmen zur Verfügung, auch die Finanzmittel. Und ich appelliere natürlich auch an private Grundstücksbesitzer, tatsächlich zu überprüfen, ob denn nicht sie dabei helfen können, zum Beispiel Lückenschlüsse in den Städten herbeizuführen. Auch andere Grundbesitzer, wie zum Beispiel Stiftungen oder die Kirchen, die auch Aber Grundbesitzer Appelle sind. Aber Appelle ist vielleicht nicht genug. Vielleicht sollten Sie noch ein anderes, besseres Instrument in die Hand nehmen. Nun, wir leben natürlich in einer sozialen Marktwirtschaft und ich kann ja nicht mal einfach so enteignen oder so, das geht nicht. Die Politik steht vor einem Scherbenhaufen. Seit vielerorts die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau aus der öffentlichen Hand gegeben wurde, sind die Kommunen jetzt auf den guten Willen der privaten Bauindustrie angewiesen. Werden Appelle der Ministerin dazu führen, dass Bauunternehmer mehr Mietwohnungen errichten, die günstig zu haben sind? Mit dieser Frage gehe ich zur Deutschen Immobilienmesse in Dortmund. Auch hier mehrheitlich im Fokus, Wohnen als Luxus. Die Baubranche verzeichnet das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Sind nicht irgendwann alle Wohlhabenden versorgt? Und man müsste sozusagen im Niedrigpreissegment bauen? Natürlich muss man im Niedrigpreissegment bauen. Aber auch das verhindert ja die Politik. Wir können ja gar nicht mehr im Niedrigpreissegment bauen. Wir müssen Gründächer machen, wir müssen isolieren. Es kommt jedes Jahr eine neue Energieverordnung raus. Die Bauträger kommen ja gar nicht hinterher in der Produktumstellung, was die Politik sich wieder Neues einfallen lässt, um das Bauen wieder zu verteuern. Aber ein Unternehmen könnte doch auch sagen, ich mache weniger Profit. Dafür habe ich vielleicht ein gutes Gewissen und lasse Geringverdiener einziehen, zum Beispiel. Ja, natürlich, das ist durchaus möglich. Nur dieses Unternehmen beschäftigt eben auch Personal. Und in dem Fall müssen sie einfach darauf gehen, dass dieses Personal wieder entlassen wird und wir wieder mehr Geringverdiener haben. Also es ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mit anderen Worten, der Markt allein wird die Schieflage nicht richten. Um den derzeitigen Wohnungsirrsinn zu beenden,
müssen Politiker mutige Entscheidungen treffen. Das haben Kommunalpolitiker in Tübingen erkannt. Schon seit den 90er Jahren steuern sie die Bautätigkeit nach eigenen Kriterien. Bei 5 neuen Stadtvierteln verkauften sie die Grundstücke mehrheitlich an private Baugemeinschaften und verzichteten darauf, mit dem Bauland Profit zu machen. Das sagt Baubürgermeister Kort Sölke. Gerade wird eine alte Eisenbahnbrache erschlossen. Ein Teil der Neubauwohnungen müssen anschließend als Sozialwohnungen vermietet werden. Das ist eins der Kriterien für die Vergabe von Bauland. Wir vergeben die Grundstücke an diejenigen, die uns das beste Konzept bringen. Das heißt, nicht derjenige, der die größte Zahl auf den Zettel schreibt, bekommt nachher das Grundstück, sondern derjenige, der uns die beste soziale, funktionale Mischung, die beste Idee, den besten Beitrag zur Qualität eines Stadtviertels mitbringt. Was sagen Sie anderen Bürgermeistern, die sagen, meine Güte, wir haben leere Stadtkassen, wir geben das dem, der dann den höchsten Preis bezahlt? Ich finde es ganz wichtig, dass man nicht glaubt, dass wenn man den höchsten Preis kriegt, das auf Dauer auch die wirtschaftlichste Lösung ist. Und ich glaube, für Kommunen kann es sehr wirtschaftlich sein, Grundstücke zum Festpreis zu vergeben, weil insgesamt die Qualität der Bewerbungen und der Konzepte extrem steigt. Wir verschenken die Grundstücke ja nicht und wir verkaufen sie auch nicht unter Wert. Wir sagen nur, wir wollen ein anderes Auswahlkriterium haben als nur, wer zahlt uns am meisten Geld dafür. Bald entstehen hier Eigentumswohnungen, aber auch Sozialwohnungen und Wohnraum für Flüchtlingsfamilien. Ein paar Straßen weiter unterstützt die Stadt ein außergewöhnliches Konzept. Ein Haus für 18 Erwachsene, 11 Kinder, 2 betreute Wohngruppen und einen Kindergarten. Die Stadt half der Baugemeinschaft, an günstige Kredite zu kommen. Die meisten künftigen Bewohner renovieren in ihrer Freizeit mit. Hier werden auch Geringverdiener leben. Sie mussten keinen Cent investieren, können aber ein Leben lang darin wohnen. Mit ihrer Miete zahlen sie die Kredite ab. Das Haus bleibt Gemeinschaftseigentum eines Vereins, den sie eigens dafür gegründet haben. Ich musste nur meine Zeit und meine Arbeitskraft und mein Wissen investieren. Ja, und kein Geld. So. Und nachher zahle ich ganz normal Miete, wie jeder andere auch, 7,20 Euro der Quadratmeter. Und meine Wohnung, die ich hier habe, die kommt auf ungefähr 540 warm. Könnten Sie sich auf dem freien Wohnungsmarkt das hier so auch leisten? Nein, nie. Natürlich nicht, weil ich kriege eine sehr kleine Rente. Ja, und ich bin gerade so über der Grenze, wo man in die Altersarmut ist. Und deshalb bin ich hier sehr froh. Das ist also für mich auch ein finanzieller Aspekt. Außerdem finde ich es halt hier auch ganz toll, weil wir, also ich wohne mit jungen Leuten, mit Kindern, mit Älteren. Also ich bin eigentlich die Älteste der ganzen Gruppe. Laut Vereinssatzung darf keiner seine Wohnung irgendwann profitabel verkaufen. Dafür bleiben die Mieten dauerhaft gering. Eine Lösung gegen Luxusmieten. Aber es muss noch viel mehr passieren, um Wohnen in Städten wieder bezahlbar zu machen. Die Mietpreisbremse hat versagt, bisher jedenfalls. Alle staatlichen Fördergelder müssen zweckgebunden verteilt werden. Außerdem sind die Kommunen am Zug, denn sie können entscheiden, welche Baumodelle sie unterstützen. Nur so kann der Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt gestoppt werden. Warum wird Wohnen immer mehr zum Luxus? Ich bin in Frankfurt mit einer Familie verabredet, die seit 5 Jahren auf Wohnungssuche ist, vergeblich. Für sich und ihre 9-jährige Tochter suchen die Hafners eine größere Wohnung. Je älter Emily wird, desto mehr Platz brauchen sie. Alexandra und Thomas Hafner sind Durchschnittsverdiener, leben und arbeiten in Frankfurt und wären bereit, 900 Euro warm zu zahlen. Ist nichts dabei. Alexandra Hafner sucht im Internet. Frau Hafner, ist was dabei? Nein, also absolut nicht. Das, was vielleicht bezahlbar wäre, das sind dann 2 Zimmer, 1 Zimmer, ja, und mit Familie
1400. Die kostet 950. Das ist alles Neubau. Ja? Guck dir die Mieten an. Ich frage mich, wie sich ein normaler, arbeitender Mensch so eine Wohnung oder eine Familie so eine Wohnung leisten kann. Weiß ich nicht. Wir nicht. Was der Techniker und die Sekretärin erleben, ist in Groß- und Unistädten inzwischen für viele zum Problem geworden. Weil man keine neue Wohnung findet, steckt man in der alten Wohnung fest. Lock-in-Effekt nennen Experten dieses Phänomen. Wir sind ja wirklich Otto-Normalverbraucher. Wir verdienen beide und können uns trotzdem keine Wohnung auf dem freien Markt leisten. Wir haben auch alle Prüfungen, die irgendwie gemacht werden sollen. Bei Wohnungsbaugesellschaften haben wir alles hinterlegt. Wir wollten auch vorstellig werden oder selber mal vorsprechen, dass sie uns halt als Familie kennenlernen. Aber es ist super unmöglich. Für Familien wie die Hafners wird Wohnen immer mehr zur Luxusfrage. Die Politik hat das Problem erkannt und mit einem neuen Gesetz reagiert. Der Mietpreisbremse. Mietsteigerung bei Wiedervermietung von 20%, 30%, 40% wird es dort, wo die Mietpreisbremse gilt, nicht mehr geben. 2015 trat die Mietpreisbremse in Kraft. Nach ihr darf eine Mietsteigerung nur noch 10% über dem Wert liegen, den der Mietspiegel vorschreibt. Doch was hat sie wirklich gebracht? Ich mache einen Test, begebe mich auf Wohnungssuche in Köln. Mit versteckter Kamera. Erster Termin in einem abgewohnten Mietshaus. 530 Euro kalt für 45 Quadratmeter. Fußboden und Tapeten fehlen. Ohne Fußboden? Dafür ist es aber ein stolzer Preis. Das ist Köln. Wo kommen Sie her? Fast 12 Euro pro Quadratmeter. Laut Mietspiegel können Sie das nur verlangen, wenn es hier sehr gute Lage wäre. Sie können nicht immer nach dem Mietspiegel gehen. Sogar für eine mittlere Wohnlage wäre die Miete zu hoch. Ich habe hier schon eine Reservierung drauf, also einer nimmt die Wohnung immer. Er dürfte laut Gesetz 530 Euro nur verlangen, wenn der Vormieter auch schon so viel bezahlt hätte. Dafür müsste ich aber dessen Miete kennen. Darf ich fragen, was der Vormieter bezahlt hat? Nein, das dürfen Sie nicht. Darf ich Ihnen nicht sagen? Wieso nicht? Ist Datenschutz. Das ist glatt gelogen. Eine Ausrede des Maklers. Nächste Besichtigung. Mit mir drängen etwa 30 andere in eine 46 Quadratmeter Wohnung für 575 Euro kalt. Ich habe hier den Mietspiegel, da sind Sie deutlich drüber. Wenn wir sagen, das hier ist allerbeste Wohnlage, dann dürften Sie maximal 518 Euro kalt verlangen. Das hat der Vermieter so vorgegeben. Aber es gibt doch die Mietpreisbremse. Das dürfen Sie nicht. Schicken Sie mir das gerne schriftlich, dann prüfe ich das. Aber ich gehe davon aus, dass die Wohnung heute bei dem Termin weggeht. Die Wohnungsnot macht also weiterhin Abzocke möglich. Die nächste Mini-Wohnung soll 15 Euro. Wütende Mieter wollen sich Luft verschaffen. Sie protestieren gegen die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart. Ihre Mieten wurden erhöht. Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper. Mein Monatsgehalt beträgt gerade mal 780 Euro. Also wie sollen wir davon eine Wohnung bezahlen, die 600, 700 Euro Miete hat? Ich zahle mehr Miete, wie ich Rente habe. Wenn alles weggeht, Miete, Strom, bleibt uns im Monat 150 Euro zum Leben, zu zweit. Also es frisst einen auf. Deswegen sind sie zur Präsentation der Jahresbilanz gekommen. Denn während ihre Mieten steigen, streicht die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewinne ein. Wir beenden das Jahr mit einem Jahresüberschuss von 14,8 Millionen Euro. Berlin, München, Frankfurt. Preiswerter Wohnraum verschwindet, teure Immobilien entstehen. Die Politik wollte gegensteuern, doch die Mieten steigen weiter.